Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute, denn ich dachte mir, ich mach mal eine Review zu Psycho-Pass The Movie. Der Film hat mich nämlich positiv überrascht nach der etwas, sagen wir, schlechteren zweiten Staffel und deswegen werde ich jetzt mal etwas genauer auf diesen Film eingehen. Am Anfang sei gesagt, dass dieses Video Spoiler enthält zu Psycho-Pass 1 und Psycho-Pass 2. Das bedeutet, ihr solltet euch lieber beide Staffeln geben, bevor ihr dieses Video schaut. Es sei denn, euch ist das scheißegal. Was bei der ersten Staffel etwas schade wäre, aber naja. Gut, kommen wir zur Story. Die Story von Psycho Pass The Movie spielt 4 Jahre nach der ersten Staffel und dementsprechend auch nach der zweiten Staffel. Zu dem Zeitpunkt versucht man, das Civil System weltweit auszubreiten. Auch in der Southeast Asia Union, auch kurz Sion oder keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Und somit auch in Shambhala Float, dem Land, um das es sich in dem Film dreht. Dort herrscht nämlich Zivilkrieg. Und Terroristen aus diesem Land sind in Japan aufgetaucht und haben versucht, das Civil System zu zerstören. Natürlich erfolglos. Anführer dieser Terroristengruppe, zu der diese Einzelpersonen gehört haben, scheint der vor 4 Jahren verschwundene Kogami Shinya zu sein. Deswegen reist unsere Protagonistin Akane Tsunemori nach Shambhala Float und versucht dort Ermittlungen gegen die Terroristen zu führen und Kogami zurückzuholen. Das ist der Plot, der uns in diesem Film erwartet. Hört sich interessant an aus dem Grund, weil wir uns nun aus Japan rausbewegen. Wir haben in Psycho Pass vorher noch nie gesehen, was außerhalb Japans mit dem Civil System ist, was außerhalb Japans passiert. Und das war das Interessante an diesem Film, denn wir haben diesen Bürgerkrieg in Shambhala Float gesehen und auch wie dort über einen Diktator versucht wurde, das Civil System einzuführen, was natürlich nicht allen gefallen hat. So brechen wir raus aus dieser in Anführungsstrichen perfekten Welt von Japan, da das Civil System ja in Anführungsstrichen perfekt ist, und kommen in ein Land, was total heruntergekommen ist und von viel mehr Leid geplagt ist als Japan. Das fand ich für meinen Teil sehr interessant und auch mal angebracht, denn das war mal etwas Neues in der Welt von Psycho Pass. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Psycho Pass The Movie sah super aus, der Zeichenstil war grandios und das alles wurde noch perfekt untermalt durch diesen bombastischen Soundtrack dieses Animes. Das Beste aus der ersten und das Beste aus der zweiten Staffel an Soundtrack wurde hier vereint und dazu noch ein paar neue Tracks, die auch sehr klassisch angehaucht waren, so wie man das schon aus den anderen beiden Staffeln gewöhnt war. Ich persönlich finde das sehr, sehr geil und was ich auch noch sehr, sehr geil fand, waren die Kampfszenen. Die waren grandios animiert, haben richtig gute Action geboten und waren zu der Kriminalstory, so wie wir sie von Psycho Pass gewohnt sind, eine wunderbare Abwechslung und auch sehr passend eingefügt. Kommen wir schon zu meinem kleinen Fazit. Und zwar fand ich Psycho Pass The Movie wesentlich besser als die zweite Staffel. Die Story war sehr interessant und hatte ein grandioses Finale. Hier und da wieder ein paar kleine Plot-Twists, so wie wir es gewohnt sind. Und alles in allem ein sehr empfehlenswerter Film. Dennoch gibt es einen ganz speziellen Grund, warum ich unbedingt nach dem Film das Verlangen hatte, eine Review zu machen. Dieser kommt jetzt, aber er enthält Spoiler. Das bedeutet, wer sich erstmal mit diesem Fazit zufrieden gibt und nicht gespoilert werden will, der schaltet hier ab. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören und jetzt kommen wir zum Spoiler-Teil. Und zwar in den finalen Szenen von Psycho Pass The Movie ist etwas passiert, was ich nie für möglich gehalten hätte. Und zwar ging es ja letzten Endes immer wieder darum, wie Shogo Makishima diese ganze Sache ins Rollen gebracht hat, wie er immer mehr Leute beeinflusst hat und besonders Kogami. Und auch in diesem Film wurde immer mehr thematisiert, wie sich Kogami mehr und mehr der Persönlichkeit Shogos annähert. Das führte dazu, dass Kogami sich Makishima Shogo eingebildet hat, wie dieser auf ihn einredet. Diese Szene war einfach nur genial, da Makishima Shogo endlich mal wieder in Psycho Pass präsent war. Er ist es zwar an sich die ganze Zeit, da sie, wie gesagt, immer wieder ihn erwähnen, über ihn reden, Vergleiche über ihn ziehen und damit zeigen, wie sehr er die Story von Psycho Pass einfach geprägt hat und vorantreibt.
Aber dass dieser geniale Charakter nochmal mit seiner genialen Verhaltensweise, seiner genialen Art und Weise und seinem genialen Synchronsprecher, natürlich im Japanischen, wie er mal vorkam, das fand ich einfach nur richtig gut und natürlich auch richtig gut umgesetzt. Gut, das war's mit meiner kleinen Review zu Psycho Pass the Movie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mal eine Bewertung dalassen oder mal einen Kommentar schreiben, damit ich einfach mal so ein bisschen Feedback habe. Ich weiß nicht, ob ich ein paar Reviews mehr mache, aber ich hatte einfach mal Lust dazu, besonders wegen der Szene, die ich gerade erwähnt habe. Gut, ansonsten würde ich sagen, ja, das war's soweit und ciao.